getötete Agent. Kannten Sie ihn? Er war ein Freund von mir. Das tut mir sehr leid. So ist der Job eben, aber das macht es auch nicht leichter. Sie sind wohl schon länger hier. Ich lebe als Karen Bowman, die Entwicklungshelferin, mittlerweile seit etwa 5 Jahren hier. Ist ein hartes Leben, aber undercover komme ich ganz gut klar. Wenigstens haben Sie einen Heli. Wie bist du ins Land gekommen? In der Business Class von meiner aus. Bin erholt und einsatzbereit. Ich kam per Anhalter von Barranco in Peru her. Was ist mit dir? Ich komme mit dem Bus aus Jujuy in Argentinien. Hab extra bis Villazón durchgesoffen, damit man mich in Ruhe lässt auf der Fahrt. Das erklärt, warum du so stinkst. Es gibt einige Gerüchte über euch. Ich war noch als Frischling in Moskau stationiert, als der Coup abging. Es hieß, ihr wärt beteiligt gewesen. Bestimmt jemand anders. Wir waren nie da. Naja, man trifft nicht jeden Tag eine lebende Legende. Sagen Sie das mal meinem Kind. Vielleicht bringt es ja dann mal den Müll raus. Ist das nicht hart, offiziell gar nicht zu existieren? Sagen Sie es mir, Karen Bowman, die Entwicklungshelferin. Und Sie haben sicher den ganzen furchtbaren Scheiß gesehen, zu dem Menschen fähig sind, wenn sie nichts zu befürchten haben. Aber eins sage ich Ihnen. Egal wie sehr Sie sich abschotten, sich abhärten, auf El Sueño sind Sie nicht vorbereitet. Seine Religiosität ist geradezu wahnhaft. Er hat mehrere Gelübde abgelegt und wenn er nicht wegen Geld oder Muschis im Geschäft ist, dann wegen Macht. Wir sind eine Taskforce aus CIA, DEA und JSOC. Und ich bin Ihr Agent vor Ort. Willkommen bei Operation Kingslayer. Laut Briefing ist auch ein Haufen Einheimischer dabei. Die Qataris 26. Das ist eine Gruppe Rebellen, die sich gegen Unidad und Santa Blanca zur Wehr setzt. Gleich nach der Landung treffen wir den Anführer Pak Qatari. Bolivien hat schon lange einen Hasser von Yankees. Aber diesmal könnte der Feind des Feindes ein Freund sein. Seid vorsichtig. Ich werd's auch sein. Soldat. Ist das etwa die Hilfe, die Sandoval versprochen hat? Ein toter Yankee? Und ihr schickt eine Handvoll Soldaten? Hunderte Bolivianer sterben durch Santa Blancas Kugeln. Wo soll ich hunderte Kämpfer hernehmen? Die Amerikaner sind gar nicht hier, klar? Diese Soldaten sind die beste Einheit, die unserem Land zur Verfügung steht. Diese 4 werden unsere Armee sein. Kennen Sie das Wort Hybris, Senora Bowman? Pak Qatari. Anführer der Widerstandsgruppe Qataris 26. Wir arbeiten jetzt gemeinsam an der Zerstörung von Santa Blanca. Die Gruppe kämpft bereits seit 6 Jahren gegen Santa Blanca und Korruption. Wir werden uns absprechen. Dafür bleibt keine Zeit, denn wir wissen, wo Amaru ist. Amaru, Sie haben ihn. Amaru ist einer der Gründer von Qataris 26. Mehr als das, die Gruppe stützt sich auf seine Ideen. Und ohne seine Theorien über das Landproletariat gäbe es keinen Widerstand gegen Santa Blanca und die Korruption unserer Regierung. Er muss gerettet werden. Wenn Sie uns jetzt beistehen, werde ich Ihnen mein Vertrauen schenken. Wo ist er? Das wissen wir nicht sicher. Nur, dass er in dieser Provinz ist und dass es einen Santa Blanca-Leutnant gibt, der es genau weiß. Ich werde die ISA anfragen. Vielleicht können Sie Informationen aus dem Funk abfangen. Suchen Sie diesen Leutnant und halten Sie mich über Satellit auf dem Laufenden. Gute Jagd. Die Rettung Amarus ist wichtig für unsere Sache. Bitte töten Sie den Santa Blanca-Leutnant nicht, bevor Sie ihn verhören können.
Hallo. Willkommen in Bolivia. Hallo. Weißt du, was ein guter Shot ist? Drück mal Y. Ich schicke eine Drohne. Dann flieg einfach mal ein bisschen nach oben mit Leertaste. Drohne fliegt. Ah, so steigt die. Ein schöner Anfangssequenz. Ja. Herr Kedos ist eine Frau übrigens. Ja. Muss man noch Warte mal. Wie geht die wieder runter? Ach so, alles klar. Na du? Hallo Kleine? Oh, ich komme aus der Reichweite. Ah, kaputt. Für mich ist es erstmal ungewöhnlich, jetzt wieder mit den Anfangsdingern zu spielen. Ja, Herr Kedos kennt das Spiel schon, das ist... Na, sag mal. Kennt man ja, ne, Gus? Geisteraufklärung, Wildland. Ah, guck mal. Wo bist du? Da. Oh! Es fährt Auto! Guck mal. Ups! Hast du das gesehen? Warte, ich komm. Ins Auto, meine ich. Ach so, man muss länger E drücken. Einmal kurz rauf tippen geht nicht. Nee. Alles klar? Kann ich schießen? Ja! Merkte das übrigens. Das ist später. Leute gefangen nehmen E, Leute umklatschen F, ne? Also, das ist nichts schon öfter passiert, dass wir irgendjemanden gefangen nehmen sollten und er hat ihn dann halt K.O. geschlagen. Also, was war gefangen nehmen? E. Und F ist hauen. Niederschlagen ist E, ja. Ah, hau mal nicht. Hast du ein Radio an oder erzählst du die ganze Zeit? Ich hab Radio. Gut, alles klar. Es scheint noch ein wenig zu laut zu sein. Ich werde mal, Entschuldigung, Einstellung, ich stelle mal Audio auf 50%. Wir wollen ja auch noch Herrn Kedos hören. So. Darf ich das Auto abschießen? Das glaube ich meine... Hup mal. Kann man hupen? Warte, ich habe meine Einstellungen Audio. Ja, die sind mir auf 46. Oh, dann mache ich noch leiser. Einstellung Audio. Dann mache ich 40. Weil wenn ich dann nachher andauernd bei jedem bisschen dann immer nachjustieren muss, ist auch blöd, ne? Das stimmt. Vorsicht, Vorsicht. Oh, gibt's hier was zu trinken? Ja, hier gibt's Dokumente. Länger E drücken? Aha. Ja. Ja, da wollen wir auch rein. Hier gibt es Dokumente. Wie sehen die aus? Also! Ach da. Und wie nehme ich die auf? Mit E. Dokument anzeigen. Die siehst du auf der Minimap immer, ne? Ach so. Meistens sind Dokumente auf unbekannten Orten. Old Man LP. Und da sollen wir hin. Da fliegt ein Flugzeug und da ist ein Fragezeichen. Oh, das ist ja hochinteressant. Ja, Fragezeichen sind unbekannte Orte. An unbekannten Orten können Fähigkeitspunkte, Ausrüstungsteile, Dokumente sein. Also macht euch schon drauf gefasst, wir werden das natürlich alles haben wollen. Ja. Ich muss auch immer alles looten und ich muss auch immer alles sammeln. Wir müssen auf jeden Fall nebenbei immer mal noch ein bisschen Resident Evil spielen, weil halt, wie gesagt, ich und Nick haben halt 24 Stunden momentan und halt 48%, ne? Ja, wir müssen gar nichts. Ja, ich meine, wenn das jetzt Suchtfaktor hat, dann wird das gesuchtet, da kennst du mich doch. So laufe ich. Steuerung kniest du dich übrigens hin. Ja, Einführung, Aufklärung. Aha, kann man das wieder abbrechen? Okay. Oh. Ein Drecksack weniger. Mit welcher hast du das gemacht? Haben die alle Schalldämpfer? Warte mal ganz kurz, haben die alle Schalldämpfer? Nein, haben sie nicht. Wenn du anvisierst, dann siehst du unten so Y, V, Alt und so weiter. Und ja, da steht halt auf, was die machen. Und ich habe Schalldämpfer. Halt Schalldämpfer muss, okay. Hab ich gesehen. Steht da ist. Danke für den Tipp. Hörst du mich eigentlich doppelt? Nein. Gut. Der Tango ist hin. Woran erkennst du, dass das die Bösen sind? Weil du das schon weißt, oder? Ja, nö, die werden ja auf der Karte angezeigt. Was war das? Was hast du hier gemacht?
Ich habe hier Treibstoff für uns. Ach so. War das? Ja, okay, das sag ich dir nächstes Mal. Zum Beispiel, guck mal auf die Karte jetzt unten rechts. Ja? Da siehst du ja so ein bisschen orange-rot. Das bedeutet, in dem Gebiet ist irgendwo ein Feind. Ah, ja. Und wenn du den halt jetzt siehst, wie ich habe ihn jetzt markiert, dann wird er dir eindeutig angezeigt. Weißt du? Mhm. Da, guck mal, der trägt was. Ah, der, ich habe keine gute Schussfeld. Ah, du hattest ein besseres. Und guck mal, hier zum Beispiel, hier sind Medikamente drin. Wenn du jetzt hier rangehst und E drückst, markierst du die. Und dann kriegen wir Medikamente. Ach so. Und mit den Rohstoffen, die man sammelt, kann man dann halt im Endeffekt sich skillen nachher. Aha, und hier ist Munition noch irgendwo. Das sehe ich auf der Karte. Genau. Hier steht was dran. Oh, da ist noch ein Gegner. Ja, nicht schießen. Verhören den Santa Blanca-Typ. Wir verhören den. Warte mal noch auf mich, damit ich mitverhören. Ja, mitverhören hören kann. Er sieht dich! Gut. Was? Ja, so ist sie. Hör zu, Arschloch. Du beantwortest meine Fragen oder ich schieße dir die verdammte Scheiße aus dem Bauch. Lo entiendes? Jetzt beruhig dich, Cabron. Was willst du? Kann ich ihm ins Knie schießen? Im Ernst? Red ich bei dir auch eigentlich weiblicher, ne? Na klar. Ja, du hörst dich weiblicher. Nur zu. Dann seht ihr, was mit Leuten geschieht, die sich mit mir bewegen. Leute wie euch. Oh! Beeilen wir uns, Leute. Amaru ist ein alter Mann. Ich soll M drücken. Shit, wenn die ihn schon länger in der Mangel haben, ist er wahrscheinlich tot. Nahrungspakete, kriegen wir die denn immer beide? Amaru ist eine große Nummer in der Rebellenbewegung. Geil. Das haben die gepatcht, das war früher nicht so. Vorher. Guck mal, da sind zwei Leute. Ja, die habe ich schon von oben gesehen. Wenn du halt mit der Drohne die halt anguckst, dann markierst du die halt automatisch, ne? Ich nehme den linken. Du nimmst den linken? Also, sag doch was. Oh, ich habe noch gar nicht geschossen da. Irgendwer hat uns gesehen. Scheißdreck. Der da. Ach, du musst geschossen haben. Nee, ich hatte noch nicht geschossen. Ich hatte anvisiert und dann wurde ich schon beschossen. Ja, du. Okay. Ja. Da unten lief einer rum, der muss uns gesehen haben. Wie wir da oben standen und visiert haben. In Knien dann oder so. Ja, das war ein bisschen unvorsichtig. Aber das passiert halt noch. Ich bin ja. Ich wollte gerade sagen, wir fahren dich auch gerne mal. Das sieht geil aus. Es sieht endgeil aus. Ich habe das Spiel übrigens auf einen besonderen Weg bekommen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Okay. Ich habe ein Hardware-Update gemacht und da gab es das Spiel dazu. Oh, ist ja cool. Ja. Du kannst ja schon immer mal das andere machen. J-Fähigkeiten also verfügbar, steht hier. Was kann ich denn da machen? Ich glaube noch nichts. Wir haben ja noch keine Fähigkeitspunkte. Wir haben ja 9 Fertigkeiten verfügbar, steht hier. Ja, hypothetisch. Aber wir haben ja noch keine Punkte eingesammelt. Punkte sammelst du im Endeffekt, indem du... ich hab dich verloren. Ach da. Hier hinten sind Dokumente übrigens. Oh, wo denn? Ach da. Svenio, die Sicarios haben den entflohenen Gefangenen in Kulta gefunden. Welch ein schöner Name für eine Stadt. Sie haben ihn beschützt. Aber nicht so viel laufen, so schnell. Ich will ein bisschen die Map genießen, noch zu Beginn wenigstens. Das ist geil. Ich bin begeistert. Es sieht jetzt gut aus, das wird nur noch besser. Glaub mir. Also wenn du nachher in so die Berge gehst, wenn nachher Schnee liegt und in die Täler und die Flüsse. Ja, hört sich gut an. Ich habe auch hier, ich spiele hier in Extremauflösung, also Ultra, glaube ich, ist die höchste, ne? Ja, aber ich sag dir schon mal, warne dich vor den Zivilisten, die überfahren einen ganz gerne mal, wenn du einfach. Ja, das habe ich schon verstanden. Ja, dann muss ich sie halt erschießen, ne? Macht Nick auch immer so. Ja, ohne Spaß, wir stehen halt manchmal einfach auf der Straße und dann kein Auto. Na gut, ich bin ja noch so ein Typ. Was machen die hier? Ich ruf dann halt die hatten Rebellen einen gefesselt, an. Da hätten wir helfen müssen. Da war auch, die Kiste hat auch geflimmert. Ist nicht unsere Mission. Noch nicht. Das war aber, ist aber orange, ne? Ja, da sind Feinde halt. Es also, leckt ab und zu mal, ne? Das nur so als Hinweis, warum das liegt da beim Server, nehme ich mal an. An der Verbindung. Das werden auch viele spielen jetzt noch, ne?
Eigentlich nicht, also ich habe gerade nie Probleme und ich habe auch gerade keine Probleme. Nein, ich habe mal einen ganz kurzen, für eine Sekunde bleibt es kurz stehen und dann läuft es absolut flüssig weiter. Oh ja, so eine Nachlader. Ja, sowas habe ich, das meinte ich. So leckt hier nichts, das läuft. Ich habe hier konstant 50 Frames. Auf jeden Fall. Ja, ich bin da halt noch so ein Typ, ich rufe dann halt die Rebellen an, die sollen uns ein Auto bringen, dass wir weiterkommen. Hast nichts gesehen? Die steht wieder auf. Ich hab Kollateralschäden. Die stand wieder auf, war nicht so schlimm. Das kennen die schon. Du hast doch gesagt, die Zivilisten fahren hier mal alle um. Das stimmt. Ja, die sind abgehärtet. Der Kaktus, der war interessant. Vor vier. Nein, hatten wir nicht, aber ist egal. Heute in Graal-Müritz, ich war mit meiner Mutter unterwegs. Da fuhr auch einer vom Parkplatz mit seinem Auto. Das war so eine große Ami-Pickup. Und. Werf mal die Drohne raus, dass wir gucken können, wo die Gegner sind. Warte, du wirfst sie raus. Ja, du aber auch bitte. Ja, wie war das nochmal mit Y, ne? Auto und dann Y und dann Ah, scheiße, das hättest du mal vorher sagen. Tarnung. Escape fortsetzen. Jetzt. Ja, guck dir mal die Tutorials an der Stadt. Nö, ich will spielen, das ist ja selbsterklärend. Oh, weiter geht nicht. Da hinten ist noch einer hinterm Haus, den kann ich nicht markieren. Ja, ich mach schon mal ein paar Leute weg, die alleine stehen. Ich hab ihn markiert. Ich glaube, wir haben jetzt alle. Und wie breche ich das wieder ab? Wieder Y? Ja. Ja. Okay. Wir machen hier einen Stau. Nicht. Der ist auch weg. Eine. Bisschen, gibt nicht mehr viele. Ja, da hinten ist noch einer. Oh, alt. Ich tarne mich mit Tonnen hier. Guck mal. Wir haben ihn umgangen. Flankiert. Was ist das da? Das sind Waffen-Upgrades, wa? Ja, genau. Findest überall Waffen-Upgrades. Geil, das kann ich gebrauchen. Die muss aber jeder einzeln aufsammeln. Muss man die auch einzeln aufbauen? Mann, nicht so schnell! Sind Sie Amaru? Ja, ist gut, ich hab hier nur eine Geisel gefangen. Ich hab dich was gefragt, muss ich das jetzt anbauen oder ist das automatisch dran? Nee, das ist nicht automatisch dran. Du hast es in dem Dings und dann kannst du es, wenn du möchtest. Anbauteile, halt, F, um Teile zu wechseln. Steig aber mal zuerst in den Heli ein, dann kannst du das auf dem Weg machen. Keine Sorge, mein Bruder ist bei den Nightstalkern. Ey! Jetzt kommt Hubschrauber-Einführung. Zu ihren Freunden. Wie mache ich das mit den Anbauteilen? Welche Taste muss ich drücken? Du musst erstmal ins Menü und dann hast du Ausrüstung. Also M und dann Ausrüstung. Ach, das Menü. Ausrüstung neu für Sturmgewehr und wo finde ich eine Zieloptik? Wo finde ich das jetzt? Ach scheiße, wir verpassen so viel. Das mache ich nachher in der Pause. Oder du hast das bestimmt jetzt auch noch nicht angebaut, ne? Hä, nö. Wo ist euer Helikopter? Was? Ach, du fliegst! Ja, klar. Oh Gott, habe ich einen Fallschirm? Nee, noch nicht. Musst du skillen erst. Ach du Kacke. Nein, du bist so tief. Flieg höher. Nein, ich bin schon gewohnt, so tief zu fliegen, wegen den Raketenabwehrgeschützen nachher. Die sind hier in dem Gebiet Ach, die schieße ich alle weg.